freuen uns, dass wir diesmal wieder in Kärnten sind. Gemeinsam mit unserem Partner, der Firma Autark, können wir heuer doppelt so viele Unternehmer begrüßen. Wir haben tolle Beispiele von Großunternehmen mit dabei, wie zum Beispiel dem Lagerhaus, der Merkur Warenhandels AG oder dem Verbund. Aber ein kleines Unternehmen, Green and Clean, zeigt, wie man sinnvoll Menschen mit Behinderung im Unternehmen integriert. Autark ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen in Kärnten. Ein wichtiges Standbein von Autark ist die berufliche Integration. Und in diesem Fachbereich sind wir einerseits Dienstleister für die Wirtschaft, andererseits Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen, die gerne in den Arbeitsprozess einsteigen möchten. Die größte Hürde ist die Hürde im Kopf, dass man nämlich Vorbehalte hat und vielleicht denkt, das könnte kompliziert werden. Diese Barrieren möchten wir vor allem durch Information abbauen, aber auch durch Best-Practice-Beispiele. Wir von unserer Lagerhausgruppe arbeiten in erster Linie mit BBAZ, BFI, Autark, Neue Arbeit, Impulse zusammen, die uns immer wieder benachteiligte Menschen empfehlen und die wir konkret in den Arbeitsprozess integrieren, die wunderbare Arbeit leisten in puncto Loyalität, Arbeitseinsatz, Motivation. Vorteile können vielfältig sein. Ich denke generell das Thema Vielfalt im Unternehmen fördert die Chancen des Unternehmens, den Unternehmenserfolg sukzessive weiter auszubauen. Mut macht einen immer wieder die Beispiele, die man hört, wie Menschen, wie Unternehmen mit diesem Thema umgehen. Veranstaltungen wie diese heute tragen sicherlich positiv dazu bei, weil die Auseinandersetzung mit dem Thema so positiv behaftet ist, dass ich sicherlich heute einen neuen Zugang dazu gefunden habe. Das Land Kärnten ist ja bemüht, eben hier auch als Arbeitgeber mit sozusagen Vorbildrolle voranzugehen. Das hat auch schon gegriffen, denn viele Unternehmerinnen und Unternehmer stellen bereits begünstigt Behinderte ein. Das ist ein tolles Zeichen. Wir liegen hier nach den Statistiken auch über dem Österreich-Durchschnitt. Kernbotschaft ist, tut sich viel im Kopf denken, was könnte es sein, wie schaut die rechtliche Situation aus. Das sind ganz normale Mitarbeiter mit allen Vor- und Nachteilen, die auch gesünder oder auch nicht gesünder haben. Die sind loyaler, flexibler, engagierter. Die Empfehlungen für Unternehmen sind aus meiner Sicht, dass man sich darauf einlassen soll, dass man es ganz einfach ausprobieren soll. Ich glaube, wenn man einmal diese Angst und diese Scheu überwunden hat, dann läuft das auch ganz positiv. Mein Tipp ist, wagen Sie es, tun Sie es, Sie sind nicht alleine gelassen. Es gibt im Hintergrund einen Stab von Profis und Dienstleistungen, die Sie dabei begleiten. Zu den Vorteilen ist zu sagen, dass es ja nicht nur steuerliche oder wirtschaftliche Vorteile sind. Es sind ja durchaus auch Menschen, die Leistungen bringen, die Talente hinbringen. Und das kann für jedes Unternehmen ein individueller Faktor sein. Es gibt einen Mehrwert im Unternehmen, das sieht man überall dort, wo Integration und Inklusion auch tatsächlich ernst genommen und betrieben wird. Und zwar nicht im Einzelfall, sondern als Grundeinstellung von Unternehmen. Jedes Unternehmen muss danach trachten, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und damit Arbeitsplätze zu sichern und auch neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dass Menschen mit Behinderungen einem auch dabei helfen können, das war für mich heute auch eine Schlüsselaussage. Ich kann von dieser heutigen Veranstaltung für mich sehr viel mitnehmen, dass ich versuchen werde, dieses Thema als Botschafter hinauszutragen, wie wichtig das ist, dass wir unsere Betriebe öffnen, um auch behinderte Menschen einzustellen. Aus Sicht des Arbeitsmarktservices ist es von essentieller Bedeutung, dass die Stärkeprofile der Arbeitslosen herausgearbeitet wird. Wenn das passiert, dann kann das der optimale Gewinn auch für jedes Unternehmen sein. Wir haben in Kärnten als zweites Bundesland einen Landesetappenplan erarbeitet und wir haben die Vision, Vorzeigebundesland in Österreich zu werden.